Wir befinden uns mit der zweiten Lesung in einem Haushaltsverfahren, dem ersten der neuen Landesregierung, das erstens von einer beispiellosen Missachtung, wie ich sie noch nicht erlebt habe, grundlegender parlamentarischer Rechte geprägt ist. Zweitens, ebenso beispiellos, eine erschreckende Turboamnesie offenbart, der einst gemachten Versprechen und den Forderungen aus Oppositionszeit. Die Digitalisierungsdividenden, ich glaube, auf die warten wir bis zum jüngsten Tag. Auch hier nichts, wie soll das erwirtschaftet werden, wann, wie, wo, wann kommt denn die Milliarde, Herr Liedenkämper? Sie kommen gleich wieder, dann können Sie es vielleicht erklären. Effizienzsteigerung, wir werden sofort in einen Prozess der Aufgabenkritik einsteigen und dann Personal abbauen. Ja, wo ist denn der Prozess? Ja, wo ist denn das alles? Was passiert denn da? Nichts. DGB und Institut der deutschen Wirtschaft, ja, beide einstimmig mahnen, dass eine sinkende Investitionsquote bei Rekordsteuereinnahmen und günstigen Zinsen, die wir nie hatten, dass das erhebliche Risiken birgt, geradezu fahrlässig ist, die Zukunftsfähigkeit unseres Landes gefährdet, dann entsetzt mich das doch sehr, wie wenig Ihnen das zu denken gibt. Vor einem Jahr haben Sie gesagt, wenn das so weitergeht mit den 200 Millionen, entsteht ein 9 Milliarden Euro großes Loch in der Pensionskasse. Wieso füllen Sie das nicht auf? Herr Witzel, Sie haben gesagt, die fehlenden Zuführungen stellen einen unlauteren Einspareffekt in Höhe von 700 Millionen Euro für 2018 dar, mit der die Schuldenbremse herbeigetrickst werden sollte. In Ihrer Logik, Herr Witzel und Herr Obtendreng, dann ist Ihre schwarze Null, die Sie hier jetzt vorgelegt haben, aber sowas von herbeigetrickst, wenn Sie meinen, hier Ökostandards zu schleifen und den Klimaschutz zu missachten, die Energiewende zu gefährden und damit dieses Land zukunftsfähig machen wollen und das auch noch mit Entfesselung überschreiben, dann haben Sie ganz sicher uns nicht an Ihrer Seite. Und diese Politik ist schädlich für dieses Land.